Moin meine YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Kanal-Update. Und wie der Titel schon sagt, wird dieses Wochenende so richtig geil. Denn es ist am Freitag Pokémon Release. Yay, habe ich damit null am Hut. Theoretisch. Praktisch hat es auch nichts mit dem Kanal zu tun. Aber üblicherweise haben wir die Tradition bei uns mit Sören und Daniel, dass wenn mal neues Pokémon rauskommt, dass wir uns halt am Wochenende zusammensetzen und die halt entsprechend Pokémon zocken und ich dabei halt die Zeit einfach nutze, mal ein Wochenende mal richtig frei zu haben und entsprechend andere Dinge tun. 2014, glaube ich, habe ich damals Art Stream gemacht, damals noch ohne Twitch und alles, sondern einfach nur so auf DevPro. 2015 habe ich dann, glaube ich, eventuell gestreamt, ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, habe halt Sachen nebenbei gemacht. Und ich dachte mir, hey, das können wir auch dieses Wochenende machen. Wird auch noch meine Freundin dabei sein und noch ein paar andere Leute. Bei Sören werden wir das alles machen und ich werde von dort aus halt entsprechend eine Menge los streamen. Und zwar allgemein halt, ich denke mal, am Freitag wird es so sein, dass wir Freitag nachts so um 23, 24 Uhr damit anfangen und einfach Duelle machen. DevPro, da werde ich einfach ordentlich üben, schon mal für die YCS Milan und halt auch noch andere Sachen ausprobieren, andere Decks. Vielleicht können wir was zusammenbauen, das können wir halt relativ, ja, so machen, wie wir wollen. Am Samstag werden wir das auch mal machen. Ich weiß noch nicht genau wann, welche Uhrzeit das sein wird. Und eventuell am Sonntag werde ich dann halt nochmal irgendwie, wenn wir halt fertig sind mit dem Kram, irgendwie dann halt, ja, vielleicht nochmal einen Karteneinhüllungsstream machen. Danke, Stay, für das Crashen meines, ja, meines Streams. Ich habe einfach mal ausprobiert, ne? Also, ich streame ja sonst nie von meinem Notebook aus, außer ich mache halt, das, was ich auch diese Wochenende machen werde, einfach nur direkt ein Duell ohne irgendwelche Kameras oder ein Kram. Aber ich habe diesmal ausprobiert, irgendwelche Mikrofone draufzusetzen, irgendwelche mehrere Camera Angles und so. Und ja, ich hatte nur 5 Minuten Zeit, um das zu setupen. Und dann wurde mein Stream gecrashed von ihm. Der hat da über 500 Leute da auf den Stream gehauen. Und da musste ich halt zwischen irgendwelchen Mikros und ganzen Technik rumschalten. Bitte nächstes Mal, wenn du das machst, gib mir 5 Minuten mehr zum Setupen, sodass ich auf jeden Fall startklar bin und nicht so komisch mit der Technik dann rumfummeln muss, während dann einfach 10 Milliarden Emotes durch den Chat jagen. Das war eine sehr schöne Aktion, aber das nächste Mal möchte ich, ja, werde ich auch nächstes Mal ein bisschen besser vorbereitet sein, aber gib mir ein bisschen Luft zum Leben, das wäre super. Ja, das war halt auch eine Sache, die wir letzte Woche hatten, deswegen werden wir halt diese Woche ordentlich mal was upstreamen, weil allgemein einfach dieses Wochenende schon wir so lange geplant haben und die werden entsprechend zocken und vielleicht hört ihr die auch im Hintergrund, vielleicht kommen die auch mal zwischendurch in den Stream und quatschen irgendwas, wenn die mal irgendwie Zeit und Bock haben und das ist halt so erstmal das, was wir an dem Wochenende machen wollen. Was wir jetzt quasi heute machen, ist parallel jetzt, während das Video rauskommt, mehr oder weniger, werde ich zusammen mit Sören endlich die Duellserie aufnehmen. Wir haben jetzt gestern getestet, haben unsere Decks ausprobiert. Er darf ja wieder mit seinen Streichbuben ran, die das letzte Mal ja gewonnen haben, und muss seinen Titel jetzt verteidigen. Das werden wir jetzt heute aufnehmen. Und ich werde dieses Wochenende, wo wir halt jetzt dieses Pokémon-Wochenende machen, werde ich auch gleichzeitig die Zeit dazu nutzen, den Backing-Track dafür zu komponieren. Das würde ich einfach am Laptop machen können, weil ich habe eine ganz coole Idee, die ich mit dem entsprechenden Deck einfließen lassen möchte, was dann eine Duellserie drin sein wird. Und ich glaube, das wird euch auch gefallen, weil das vom Stil her wieder mal was ganz, ganz anderes ist und schön oldschool, würde ich mal sagen. Das machen wir halt einmal. Dann nochmal hier der kleine Plug an meinen entsprechenden Sponsor, CustomPlayMat.shop. Die haben momentan die 3x3x3 Aktion. Wenn ihr dreimal dasselbe Produkt kauft, kriegt ihr 33% auf euren Einkauf. Ist noch gültig bis morgen, das müsste ja der 15. sein, und da würde ich sagen, falls ihr irgendwas braucht, würde ich definitiv sagen, jetzt zuschlagen, falls ihr doch nicht ganz so viele braucht, so drei Stück, weil das machen wahrscheinlich Teams immer, ne, die holen sich immer drei, dann kann ich euch auch einfach empfehlen, nutzt meinen Code RANDOMBRAIN-15, dann kriegt ihr wenigstens 15% auf eure Bestellung. Also, viel zu verlieren gibt es da ja auch nicht. Ja, yeah, das sind halt so diese ganzen Sachen, die mich bewegen. Dann hatten wir ja auch noch, letzte Woche habe ich Video aufgenommen, was Richtung Turnier ging, Turnierszene, so, was kann man da noch verbessern und was kann man da verändern, und ich bin sehr positiv überrascht von dem Feedback, was ich bekommen habe von vielen Spielern, die da halt da drin geantwortet haben. Natürlich gab es auch wieder die Ausnahmen, die halt wieder irgendwie komischen Kram geschrieben haben, aber die gibt es halt immer irgendwie, und ich finde das toll, dass Konami sogar wirklich, Konami Deutschland, unsere Partner, mit denen ich auch zusammenarbeite, auch direkt das gesehen haben, ohne dass ich nachgefragt habe, und sie es direkt an Konami UK weitergeleitet. Das heißt, unser Thema ist wirklich mal auf dem Radar.
selbst wenn das nicht durchkommt oder das wieder verloren geht, finde ich, das ist schon mal der erste gute Schritt. Das heißt, wir kommen langsam in die Kommunikation mit rein. Und ich hatte auch noch einen sehr, sehr coolen Kommentar eines einer Person, die halt auch in die Organisation mit eingebracht ist und dort arbeitet bei denen und die Turniere oft organisiert. Der hat mir sehr viel Feedback, sehr viel Hintergrundinfos geliefert. Ich werde das nochmal anpinnen in dem entsprechenden Video, falls ihr dann nochmal reingucken wollt. Der hat da schönes Feedback mit hinterlassen und ja, da könnte man sich noch ein bisschen reinlesen und falls ihr mal irgendwelche Vorschläge habt oder irgendwelche, ja, Sachen ändern wollt oder einfach allgemein über das Spiel reden möchtet, was ihr für euch vielleicht noch wünscht in Zukunft, auf den Turnieren, auf den YCSs, gibt es Ansprechpersonen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wo die sind, aber einfach mal vorne Nachfragen fragen, mit wem man darüber reden kann. Es gibt jemanden, der von Konami tatsächlich dafür abgestellt ist. Das ist eine tolle Info, die wir jetzt bekommen haben. Mit denen kann man halt darüber reden. Und da kann man halt das, was ich jetzt per Video gemacht habe, könnt ihr halt auch direkt auf den Events machen. Und damit kann man halt so ein bisschen Stuff changen. Das ist cool. Das ist super nice. Und ja, das hat mich sehr erfreut, dass wir entsprechend halt vielleicht etwas bewegen können und ich hoffe, da wird sich vielleicht für nächstes Jahr mal was Neues einstellen. Das wird auch mal toll. Und ich hoffe, wir haben weiterhin große, coole Turniere. Dann haben wir noch eine Sache, die auch mit dem Wochenende zu tun hat, nämlich hier, Konami. Die haben mir einfach mal wieder schöne Armbanduhren von Pro Evolution Soccer zugesendet. Nein. Das sind keine Pro Evolution Soccer Uhren. Aber wir haben wieder eine Einsendung von Konami. Die werden wir am Sonntag als Video releasen. Ich hoffe, da clash ich nicht so ein bisschen mit meinen Streamzeiten. Dann könnt ihr immer reinchecken, was da drin ist. Das Ding ist mega leicht. Und bisher alle leichten Pakete, die wir von denen bekommen haben, waren immer der größte Wahnsinn. Daher bin ich mal gespannt, was da alles drin sein wird. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist genau. Also, dass der Adventskalender einmal in Englisch drin ist. Deswegen das Ding auch groß ist. Aber das wird nicht das Einzige sein, höchstwahrscheinlich, was da drin ist. Daher... Das wird cool und würde ich sagen, am Sonntag nicht verpassen. Dazu passend natürlich auch am Wochenende werden wir für den Sonntag entsprechend auch unsere Folge Yugi News haben. Da gab es ordentliche Drops diese Woche, da freue ich mich auch drauf. Da können wir wieder eine coole Episode machen. Mal sehen, was mir da wieder so einfällt. Und ja, ich glaube, ich bin zu excited gerade. Wir haben ordentlich Openings auch wieder in den nächsten Wochen am Start. Ordentlich Stuff, die wir bearbeiten werden an Videos. Ihr habt auch sogar noch eine neue Folge hier aufgenommen gestern. An der ich aber wahrscheinlich noch ein paar Wochen sitzen werde, weil die im Gegensatz zu dem Turniervideo noch andere Thematiken in Yugi anspricht. Das Video will ich perfekt haben und da werde ich noch viel dran rumbasteln müssen. Deswegen darauf muss man noch ein bisschen warten. Das würde ich immer irgendwo zwischendurch machen, während wir noch den anderen Kram machen. Wann die Duellserie kommt, weiß ich auch noch nicht genau. Vielleicht zu Weihnachten, vielleicht aber auch zwischendurch. Muss mal gucken, weil wir werden viele Turniere haben. Ich werde vor allem im Dezember sehr viel auch bei Ollis wieder sein. Da gibt es Charity Cup Regios. Da werden wir halt eine Menge spielen und wir werden auch in Italien sein. Das heißt, da haben wir auch noch eine Menge Zeug, was ankommt. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich auf jeden Fall auch. Und falls ihr halt Livestream wollt, das ganze Wochenende werde ich halt damit am Start sein. Ich werde das nochmal auf Facebook, Twitter nochmal entsprechend posten, dass ihr dann noch vorbeigehen kann. Ansonsten einfach meinen Twitch-Channel abonnieren. Beziehungsweise nicht abonnieren, was ist das? Followen. Das ist unten entsprechend verlinkt auch. Da könnt ihr dann hin und dann, ja, werde ich halt einfach gegen euch spielen und dann können wir alles Mögliche halt ausprobieren und einfach ein bisschen Spaß am Abend haben. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, euch hat soweit dieser Knall-Update gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi. Und wie gesagt, stay. Gib mir das nächste Mal 10 Minuten. Dann bin ich auch gut vorbereitet. Vielen Dank für deinen Support, Mann. Danke, Mann. Nicht nur dort, auch auf Patreon. Danke. Freue mich schon auf das Wochenende. Das wird geil. Auch wenn ich null mehr mit Pokémon zu tun habe. Wird das cool. Wir haben ordentlich viel Yugi-Stuff machen. Diddle, diddle, diddle.